Wer kennt nicht? Und täglich grüßt das Murmeltier. Scheinbar auch die Leute von Nexus Game Studios und der Dalek. Damit ändert sich der Titel vom Murmeltier zu Randall und wir dürfen im Adventure den egozentrischen Lebenskünstler dabei erleben, wie er denselben Montag immer wieder leben darf. Genug Nerdstuff? Was sagt Jar Jar Binks denn dazu? Der chronisch blanke Randall hat mehrere Probleme. Sein größtes Übel dürfte wohl sein Vermieter sein. Aber auch seine krankhafte Kleptomanie bereitet ihm jederzeit Schwierigkeiten. Manchmal könnte man meinen, er merkt es gar nicht oder ist es ihm egal? So geschehen mit der Geldbörse seines besten Freundes Matt, die verloren geht und vom Graaljäger Randall gefunden wird. Die Geschichte nimmt dadurch eine erst so richtig tragische Wendung an, denn enthalten war auch der Ring für Matts zukünftige Frau. Nicht irgendein Ring, wie es sich bald herausstellen soll. Matt verliert dadurch den Glauben an das Leben und handelt entsprechend negativ. Aber nicht ohne Fantasie oder brauchbare Technik. Dadurch lernt Randall Sergeant Kramer kennen. Der Kojak-Verschnitt hängt uns scheinbar besonders gerne an den Fersen. Ob wir seinen Vorstellungen gerecht werden können? Dass er uns immer wieder neue weibliche Namen schenkt, macht uns zumindest ein paar Sorgen. Er versteckt es allerdings sehr gut unter dem Mantel des Sarkasmus, so wirft er mit denunzierenden Schimpfworten um sich wie ein wildgewordener Chefredakteur, der seit Wochen auf die versprochenen Tests wartet. Aber wir weichen ab vom Ring. Die schicksalshafte Story nimmt also ihren Lauf, als Randall diesen bei einem Pfandleiher vertickt und es wird damit nicht nur für ihn zum Problem. Teilweise dachten wir uns das gleiche wie entsprechend der Kommentar von Jar Jar Binks zu Beginn dieses Review-Videos. Wie hätte man denn darauf kommen sollen? Die Hinweise lassen manchmal zu wünschen übrig. Da ist im Zweifelsfall herumprobieren angesagt oder gar ein Blick in die Tipps. Diese verraten in Mini-Abschnitten, worauf man achten sollte. Positiv daran, man wird, sofern man es nicht will, nie zu viel gespoilert. Dafür muss für jeden weiteren Tipp das Leben einer Katze herhalten. Natürlich nur virtuell. Aber wie spielt sich denn ein sich wiederholender Montag? Wenn die Vermutung von Randall zutrifft, beeinflusst eine kosmische Ungleichheit eben jene Repeat-Funktion. Physische Veränderungen bleiben erhalten. So grüßt der tägliche Montag nicht immer auf die gleiche Art und Weise, sondern in einer leicht veränderten Version. Auch die Abläufe lassen sich davon beeinflussen und variieren entsprechend. Die fehlenden Erinnerungen aller Menschen um Randall herum bleiben dafür bestehen und Randall muss stets alleine schauen, wie er die kosmische Verschiebung wieder gerade biegen kann. Naja, mit ein bisschen Hilfe eines Penners. Wobei, da wollen wir jetzt nicht zu viel verraten. Mit an Bord auf jeden Fall viele Verweise und Humor vor der Anspielung auf Serien, Filme und Spiele aller Art. Als alter Hase, der schon Day of the Tentacle voller Leidenschaft gespielt hat, gefiel mir Randall's Monday besonders gut. Endlich mal wieder ein Adventure im schrägen Comic-Stil und äußerst fragwürdigem Humor. Die gelegentlichen Punkte, an denen mich die Story allein auf weitem Flur stehen lässt und ich nur durch Probieren weiterkomme, stören mich ehrlich gesagt eher weniger. Es muss einem ja auch nicht immer alles vorgekaut werden, wobei mit einer Spielzeit von ca. 15 bis 20 Stunden geht das Spiel für mich absolut in Ordnung. Für Randall's Monday vergebe ich im Prinzip folgende Wertungen. Story 8 von 10 Punkten, Spielzeit 8 von 10 Punkten, Gameplay 8 von 10 Punkten. Macht also im Durchschnitt 8 von 10 Punkten. Wer hätte es gedacht? Unten in der Videobeschreibung findet ihr alle interessanten Links und nun wünsche ich euch viel Spaß dabei, die kosmische Verschiebung wieder ins Gleichgewicht zu stellen und werft für mich ein paar vernichtende Kommentare an Sergeant Kramer. Er hat's verdient, glaubt mir.